Servus Leute, hier ist wieder Aquifel. Man sieht immer noch dasselbe T-Shirt an, wie in einigen anderen Reviews. Wie gesagt, ich habe einen Recording-Marathon gemacht von meinen alten Reviews, einfach um ein bisschen Content auch erstmal bieten zu können. Und wie gesagt, aktuelles wird immer nachgeschoben. Freut mich, dass ihr wieder für ein Film-Review reingeschaltet habt. Und zwar, ihr seht es ja, diesmal geht es um den Film Brotherhood. Teguki heißt es am Original. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Darum geht es auch gar nicht. Nun ja, erneut eine Rezension, die ich für Schnittberichte damals veröffentlicht habe. Aber gut. Filme, denn insbesondere diese Multimillionen-Dollar-Produktionen und Blockbuster, die wollen uns ja meistens unterhalten. So auch nicht verwerflich. Schließlich zieht es uns ja auch ins Kino, um der Alltagstristesse zu entkommen. Wir wollen Abenteuer erleben, mit überlebensgroßen Helden eine brenzliche Situation nach der nächsten überstehen und am Ende das Happy End haben. Manche Filme können uns auch gerne mal zum Nachdenken bringen und gerade diese ganz großen Meisterwerke leben entweder von brillanten Charakteren und perfekter Dramaturgie oder sie behandeln halt Themen, selbst wenn es manchmal eher im Subtext geschieht, die uns auch lange nach der Sichtung noch beschäftigen. Und einige Filme schaffen sogar beides. Nun, und hier geht es gerade um diesen Antikriegsfilm, weil Brotherhood sich als Antikriegsfilm wohl auch versteht. Der Antikriegsfilm versucht sehr oft mit dem Spagat zwischen beiden. Einmal das ganz große Drama und der Stoff zum Grübeln. Und leider verhaspeln sich die meisten Regisseure und Autoren damit. Großes Drama wird schnell zu kitschigem Pathos. Der Grauen des Krieges wird gerne auf die blutigen Schlachten reduziert. Oftmals sind sogenannte Antikriegsfilme einfach Kriegsfilme. Filme, die den Krieg zeigen. Ein Saving Private Ryan zum Beispiel von Steven Spielberg, der bietet so ziemlich die beeindruckendsten Bilder des D-Day, die wir bisher sehen durften, hat unheimlich intensive Schlachtszenen, versinkt irgendwo aber auch meiner Ansicht nach in einer gewissen Schwarz-Weiß-Malerei und einem gewissen Ami-Pathos. Können wir mir jetzt steinigen für, ist mir scheißegal. Der Film ist klasse, aber als Film, der eine Aussage gegen den Krieg tätigen möchte, gibt es bessere. Ne? Weil, wie gesagt, das macht daraus immer noch einen guten und einen handwerklich perfekten Kriegsfilm. Aber wie gesagt, die Aussage gegen den Krieg ist denn doch noch ein bisschen oberflächlich. Ne, wir waren Helden zum Beispiel We Were Soldiers mit Mel Gibson. Der benutzt ein paar mehr Graustufen. Ne? Immerhin zeigen wir auch die Vietnamesen, was die so getrieben haben. Und die vietnamesische Armee und dass da auch Frauen hinterhängen. Und der ist trotzdem kein Stück anspruchsvoller. Ne? So könnte man das mit vielen großen Kriegsfilmen oder vor allem Antikriegsfilmen jüngerer Vergangenheit weitertreiben. Die Referenztitel sind meiner Ansicht nach in diesem Bereich immer noch im Westen nichts Neues. Apocalypse Now. Ne, vielleicht auch noch Platoon und ein sehr unbekannter Film Westfront 1918. Die haben eine Antikriegsaussage. Wege des Ruhms. Oh, Wege zum Ruhm, glaube ich, von Kubrick. Ebenfalls. Ne, auch ein Top-Beispiel. Ein Film wie Johnny zieht in den Krieg, berühmt durch das Metallica-Video zum Song One. Ist auch ein Antikriegsfilm in seiner reinsten Form, noch mehr als die anderen. Statt Gewalt und Action beschäftigt er sich einfach mit den Auswirkungen des Krieges auf einen einzelnen Soldaten. Körperlich, psychisch. Was dahinter steht. Es gibt immer wieder sehenswerte Filme beider Arten. Doch im modernen Antikriegsfilm zählt meistens eher die Grausamkeit und die Schlacht. Und ja, damit ist es dann manchmal auch ein bisschen am Thema vorbei. Ich denke mal, man kann sagen, die beliebtesten Kriege, so falsch das klingen mag, sind bei solchen Filmen natürlich der Zweite Weltkrieg. Einfach aufgrund seiner Ausmaße und des Schreckens, welches unter anderem das Nazi-Regime verbreitet hat. Dann der Vietnamkrieg, einfach weil es das größte Kriegstrauma der Amerikaner ist. Vielleicht mal abseits des Sezessions- bzw. Bürgerkrieges. Und halt der Irak-Afghanistan-Krieg, der nun mal relativ aktuell ist. Ein Konflikt des 20. Jahrhunderts, der seitens des Westens immer gerne ignoriert wird, gerade filmisch, ist der Koreakrieg, der bis heute auch noch sehr große Auswirkungen hat. Man muss zugeben, mit MASH wurde das Thema schon
wo du zu diesem Thema schon mehr Sinnvolles gesagt, als es aktuelle Hollywood-Autoren je schaffen würden. Aber die Lücke fällt halt auf. Ist ja mit dem Ersten Weltkrieg genauso, aber um den soll es hier jetzt mal nicht gehen. Wie gesagt, also Brotherhood bzw. Teguki, wie auch immer, von Kang Ye-gyu. Tut mir leid, wenn ich den Namen komplett falsch ausspreche. Der kommt hier ins Spiel. Und nach dem Horrorfilm The Ginkgo Bat und dem absoluten Action-Geheimtipp des Jahres 1999, meiner Ansicht nach, und da stehe ich nicht alleine mit, hat der Südkoreaner sein Kriegsepos und 2011 mit My Way bzw. Prisoner of War ein weiteres ebenfalls durchaus sehenswertes Kriegsepos gedreht. Und die koreanische Filmindustrie war international sowieso immer schon stärker im Kommen, gerade zu diesem Zeitpunkt. Und auch, man muss sagen, in gewissen Kreisen halt nur. Da Filme wie Shiri oder Park Chan-wook's Joint Security Area natürlich gezeigt haben. Sinnvolles und dramatisches Action-Kino muss nicht so weichgespült und langweilig sein wie das, was Amerika produziert. Also, warum nicht das eigene nationale Trauma noch konkreter aufarbeiten? Okay, wird natürlich sowohl in Shiri als auch Joint Security Area auch getan. Und nebenbei einen Film drehen, der auch international die Leute noch stärker begeistern kann, einfach da er das Thema begreiflicher oder ein bisschen fassbarer angeht, als es zum Beispiel JSA oder Shiri tun. Dass Koreaner wie allgemein Asiaten ihre eigene Art haben, Filme zu drehen, das ist auch nichts Neues. Dass sie sich aber auf klassisch amerikanisches Territorium begeben, wie dem Anti-Kriegsfilm, das schien sicherlich für den einen oder anderen zu dem Zeitpunkt, als Brotherhood erschien, überraschend. Und obwohl ich allgemein das asiatische Kino sowohl klassisch als auch wie gesagt modernes, gerade das zeitgenössische koreanische Kino ist oft sehr interessant. Ich mochte es und mag es immer noch. Ich konnte mir es auch nicht so recht vorstellen damals. So ein koreanischer Kriegsfilm. Es ist halt auch in der Zeit gekommen, wo diese ganz, ganz großen amerikanischen Schlachten eben immer noch mal wieder nachgeschoben wurden. Naja. Aber Gott sei Dank kann man sich irren, denn die Production Values waren auch in Südkorea immer enorm gestiegen und sieht man mal von dem einen oder anderen CGI-Effekt etwas ab, sieht Brotherhood auch wie ein Blockbuster straight aus Hollywood aus. Natürlich für bedeutend weniger Geld und mit einem sehr hohen Anteil asiatischer Schauspieler, was ja auch wenig verwunderlich ist. Aber erstmal zur Story. Die Brüder Jin-tae und Jin-seok werden beim Ausbruch des Koreakrieges zwangsrekrutiert. Das sind südkoreanische Brüder und man muss sich ja halt gegen den Norden verteidigen. Jin-tae hat dabei nur ein Ziel, nämlich seinen Bruder sozusagen frei zu kaufen, damit er studieren und die Familie versorgen kann. Dafür meldet er sich dann halt im Laufe des Krieges für besonders schwierige und riskante Einsätze. Doch sein Bruder, ja, dem ist das auch nicht so ganz recht, zumal bei Jin-tae so langsam die Grenzen zwischen dieser Sucht nach dem Heldentum, nach dem Ruhm und der eigentlichen Motivation, seinen Bruder rauszukriegen, das immer mehr verschwimmt. Und als sie ihm hin und her wieder in ihre Heimatstadt kommen, eskaliert die Situation so ziemlich heftig. Und ich möchte hierbei ehrlich sein, Brotherhood hat letzten Endes, ja, viele derselben Macken, die meisten amerikanischen Pendants zu ihm auch haben. Die Schlachten wirken durchaus authentisch und sie sind sehr, sehr brutal. Die Antikriegsbotschaft wird zumeist durch sie halt mit dem Holzhammer eingetrichtert, ne, nach dem Motto, Krieg ist böse, Krieg tut weh, Krieg ist blutig, Krieg ist grausam. Nach dem Motto, muss ja der hinterletzte Minderbemittelte auch verstehen, dass Krieg scheiße ist. Pathos und ein bisschen Kitsch, wie zum Beispiel die Szene am Anfang mit Jin-tae und Jin-seok, wie sie Eis essen, die dürfen auch nicht fehlen. Aber ich muss sagen, Brotherhood umschifft auch viele dieser Klippen sehr gut, denn neben der Holzhammer-Methode mit blutigen Gemetzel in der Schlacht gibt es halt auch andere Seiten. Man sieht halt auch das Flüchtlingsdilemma, das damals bestanden hat. Das Zwangsüberlaufen und Rekrutieren von Zivilisten, wie erbarmungslos gegen angebliche Kommunisten auch von Seiten des Südens vorgegangen wurde. Die mussten quasi
Partei, als der Norden die Grenze wieder da gewisse Grenzstädte eingenommen hatte, mussten die Leute zwangsüberlaufen, mussten zu politischen Veranstaltungen gehen, damit sie was zu fressen kriegen und nicht verhungern oder erschossen werden. Kaum hatte der Süden diese Stadt wieder eingenommen, hieß es dann, dreckiger Kommi, du warst da bei irgendwelchen Veranstaltungen der Nordkoreaner. Da hat keiner gefragt, wie die Leute sonst hätten überleben wollen. Das war egal. Und da liegt auch die größte Stärke meiner Ansicht nach von Brotherhood und auch der größte Unterschied zu vielen amerikanischen Produktionen und auch der richtige Schritt zur Botschaft gegen den Krieg. Denn ja, sonst wird oft nur gezeigt, wie brutal Krieg ist, gerade für die Soldaten. Die Zivilisten werden manchmal so ein bisschen außen vor gelassen. Und auch andere Auswirkungen, die jetzt nicht direkt mit Gewalt- und Action-Szenen zu tun haben, sondern wirklich, ich sag mal, eher klassisches Drama sind, ne? Und außerdem, sehr schön hier, wo zum Beispiel ein Soldat James Ryan ziemlich platte Nazi-Antagonisten präsentiert. Und ich bin mir dabei hundertprozentig sicher, dass nicht jeder Wehrmachtssoldat während des Zweiten Weltkriegs ein hundertprozentig überzeugter Nazi und Herrenrassen denkender Mensch war, dessen zwangsläufig auch immer gleich niederträchtiges Schwein war. Ich denke, da waren auch viele normale Menschen, die einfach der Propaganda wirklich Opfer der Propaganda waren. Einige, die halt so vielleicht auch nicht so weit gedacht haben, um zu erkennen, dass da gewisse Sachen ein bisschen vielleicht untoll waren, ganz nett gesagt. Von daher, das war sehr, sehr platt, meiner Ansicht nach. In Wir waren Helden, zum Beispiel da wird dem Feind sein Gesicht verliehen, dem Feind, ne, man merkt, es ist immer noch ein Feind, er wird nicht der anderen Seite ein Gesicht verliehen, sondern dem Feind ein Gesicht verliehen. Ja, und ein bisschen aus seiner Sicht erzählt, aber ja, es ist auch jetzt nicht so unendlich überzeugend. Und da gibt es in Brotherhood keine Unterteilung mehr in Gut und Böse. Von Anfang an ist klar, dass sich hier zwei Teile einer Nation gegenseitig bekämpfen und sich in puncto Grausamkeit, Skrupellosigkeit und Verbohrtheit in absolut nichts nachstehen. Jintees Heldentaten, die begeht er auch nie aus Liebe zu seinem Vaterland, weil ne, Korea so awesome ist und die bösen Kommis so böse sind. Ne, der will eigentlich nur seinen Bruder retten. Und später ist er halt von dem Ganzen psychisch so, dass er halt in seine eigene Gier damit stillen möchte, weil er das, ne, wie gesagt, es sind immer fließende Grenzen. Er verfällt so ein bisschen in so einen Rausch, weil anders kann man das auf Dauer auch nicht überleben. Und als er schließlich glaubt, dass die eigenen Landsleute den Tod seines Bruders sogar verschuldet haben, da läuft er über und entwickelt sich zu einer absoluten Bestie. Und sein Einsatz, der zählt dann nicht mehr, da er nur noch ein perfektes Propagandamittel für die Kommis ist. Ne? Deswegen, ja, fuck the traitor, sozusagen. So nett das jetzt auch klingt. Und eben durch diese Verbindung der Brüder zueinander und auch einige andere persönliche Elemente, das schafft Teguki es sogar, mich wirklich irgendwo an gewissen Stellen auch wirklich zu bewegen. Das ist zwischen eine Sache, die mir bei James Ryan abging, die mir bei Wir sind Helden abging und bei vielen anderen amerikanischen Kriegsfilmen auch. Mhm. Ich sag mal so, wenn ein alter Jin Seok am Grab seines Bruders steht, also am Grab in Anführungsstrichen, berührt einen das mehr als jeder Brief, der in Wir waren Helden an die Frauen geschickt wird. Und die das dann ja auch so sehr theatralisch überreichen. Und da hätte eigentlich auch noch Untertitel sein können, heult jetzt bitte, Ausrufezeichen. Oder halt jeder alte James Ryan, der am Grab von Tom Hanks Charakter steht. Subtil ist das nun auch bei Teguki echt nicht, aber hier hat Regisseur Kang Hollywood gezeigt, wie man einen Kriegsepos mit großem Drama inszeniert, ohne in nun wirklich jedes Klischee, das irgendwo besteht, zu verfallen. Oder beziehungsweise eher, wie man diese Klischees teilweise auch ganz manipulativ und gescheit einbinden kann, ohne dass jemand wie ich sich dann in Reviews zu ganz anderen Filmen darüber aufregt. Wisst ihr noch, wie das bei Brotherhood war? Von daher kann man schlussendlich nur sagen, Teguki ist sicherlich nicht so tiefsinnig wie Apocalypse Now. Der konzentriert sich schon mehr auf die Schlacht als auf die Nachwehen des Krieges, wie zum Beispiel in Johnny zieht in den Krieg oder auch Combat Shock oder Geboren am 4. Juli. Juli. Und teilweise auch Dead Presidents. Oder die Auswirkungen auf die Zivilisten. Hier sei mal wirklich der Pianist mit Adrian Brody jedem nochmal ans Herz gelegt.
Das braucht er aber auch gar nicht, denn so wie der Film ist, ist er einerseits wirklich perfektes Mainstream-Kino, andererseits beeindruckendes Kriegsepos mit gelungenem Drama und doch genügend Stellen, die in Richtung Tiefgang gehen. So sieht das halt aus, wenn jemand die Balance wirklich ideal abpasst, und deswegen fand ich diesen Film halt auch großartig, wo ich zum Beispiel James Ryan oder Wir sind Helden auf gewissen Ebenen gut finde, aber auf anderen auch wieder glasklar sagen muss. Von daher, gerade für Einsteiger in das südkoreanische Kino ist ein Film wie Teguki optimal geeignet und auch sonst meiner Ansicht nach ein klasse Film. Hoffe, fand das Review interessant. Schreibt gerne eure Meinung in die Commentary Section und mal schauen, was ich später noch so an Reviews für euch hochlade.